Forza 125 ist Honda wieder sehr gut im Segment der 125er Roller vertreten. Das neue Fahrzeug punktet mit einigen praktischen Detaillösungen. So gibt es zum Beispiel einen verschiebbaren Windschirm, viel Platz unter der Sitzbank und als Neuheit im 125er Segment hat der Forza auch ein Start-Stopp-System. Das funktioniert in der Praxis sehr gut und sorgt auch unter anderem dafür, dass der Verbrauch deutlich unter 3 Liter bleibt und das ist in diesem Segment ein sehr guter Wert. Mit seiner Leistung von 11 Kilowatt, das entspricht 15 PS, schöpft der Honda Forza das Potenzial im 125er Segment vollständig aus. Die Beschleunigung und die Fahreigenschaften des Honda Forza sind sehr gut. Das heißt, er fühlt sich in der Stadt sehr wohl und es ist ein sehr angenehmes Fahren. Fazit: Der Honda Forza ist ein gut verarbeiteter 125er Roller mit serienmäßigem ABS. Preislich positioniert im oberen Klassenbereich und derzeit in Aktion um 4.890 Euro. Und noch ein Tipp zum Abschluss. Besitzer eines Führerscheins der Klasse B können ganz leicht den Code 111 erwerben, der zum Fahren mit 125er Rollern berechtigt. Dazu muss man den Führerschein 5 Jahre haben und dann eine 6-stündige Ausbildung bei einem Autofahrerclub oder bei einer Fahrschule machen. Die Kosten für Kurs und Behörde betragen dabei ca. 200 Euro. Dann steht dem 125er Vergnügen wie hier mit dem Honda Forza nichts mehr im Wege.